Die Weltmeere sind an vielen Stellen zu Müllkippen geworden. Milliarden Plastiktüten schwimmen dort rum und brauchen Jahrhunderte, bis sie zersetzt sind. Jetzt hat die EU-Kommission den Tüten den Kampf angesagt. Deutschland steht im Verbrauch noch vergleichsweise gut da. Pro Jahr benutzt jeder im Schnitt nur 71 Plastikbeutel. EU-weit sind es durchschnittlich schon 198. In Portugal werden, wie in mehreren weiteren Ländern auch, sogar mehr als 500 verbraucht. Das könnte man ändern durch Steuern oder sogar durch Komplettverbote. Udo van Kampen. Das übliche Bild auf vielen Wochenmärkten. Obst und Gemüse wird in dünne Plastiktüten verpackt. Kaum ein Kunde weiß, dass genau diese besonders schädlich für die Umwelt sind. Die EU-Kommission in Brüssel will handeln. Wir benutzen sehr, sehr viele Plastiktüten, die dann als Müll im Meer enden. Und Plastik baut sich nicht ab. Wir benutzen die Tüten für einige Minuten, aber die Folgen bleiben über Jahrhunderte bestehen. In deutschen Lebensmittelläden kosten festere Plastiktaschen bereits zwischen 10 und 20 Cent. Die dünneren sind in der Regel umsonst. Den Mitgliedstaaten wird nun freigestellt, ob alle Plastiktüten etwas kosten sollen oder die dünnen Einwegtüten gar ganz verboten werden. Die Meinungen der Verbraucher geteilt. Der Umwelt zuliebe soll es verboten werden, ja. Die sind praktisch und ich denke nicht, dass man sie verbieten sollte. Wenn man sie gut entsorgt, dann ist es kein Problem. Es ist ja so sinnlos. Die meisten werden weggeworfen. Und es werden völlig unnütz Rohstoffe vergeudet. Über 8 Milliarden Plastiktüten landen jährlich auf dem Müll. Weil sie nicht richtig entsorgt werden, endet der Großteil in Flüssen und im Meer. Vor allem Fische und Seevögel sind bedroht. Am wichtigsten ist, dass Rücknahme- und Recycling-System gut funktioniert. Das trägt am besten dazu bei, den Verbrauch und auch die Vermüllung mit Plastiktüten zurückzudrängen. Die EU will den Verbrauch von Plastiktüten um 80% reduzieren. Jetzt liegt es an den Mitgliedstaaten, schnellstens Maßnahmen zu ergreifen.